Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Battlefield 4 Gameplay von mir. Diesmal ein Pistol Only auf der Map Spind. Und nicht nur Pistol Only, sondern wir kommen hier auch zu meinem Pistol Waffenguide. Ich bin zwar eigentlich noch nicht ganz fertig, mir fehlen theoretisch noch zwei Waffen, und zwar die Rex und die Unika. Aber ich habe mit denen schon so ein bisschen gespielt und deswegen kann ich sie meiner Meinung nach und nach der Erfahrung, die ich gemacht habe, denke ich mal ganz gut einschätzen und mache diesen Waffenguide jetzt schon mal fertig, damit ihr so hört, was ich von den Pistols halte. Im Hintergrund, wie gesagt, seht ihr ein Pistol-Only-Gameplay, auf Spind. Und zwar habe ich da die Magnum 44 am Start. Und deswegen fangen wir gleich mal mit den Revolvern an und nehmen hier die Magnum und ich würde die aus der Statistik rausnehmen, beziehungsweise, Entschuldigung, ich muss jetzt nochmal von vorne anfangen. Wie ihr wisst, gibt es ja drei verschiedene Kategorien an Pistolen. Und zwar einmal die Revolver eben, dann die vollautomatischen, da gibt es aber nur zwei Modelle, und dann eben die halbautomatischen. So, und die habe ich auch voneinander getrennt, weil die können wir nicht zusammenwürfeln, oder wir können eben einen Revolver kannst du nicht mit einer Halbautomatik vergleichen. Das geht einfach nicht. Versteht ihr? Und deswegen nehme ich diese Ranglisten getrennt und werde euch sagen, welche dann zum Schluss, die einzelnen Platzierungen, wie ich sie halt empfinde, und zum Schluss sage ich euch dann praktisch, welche Pistol meine Lieblingspistol ist. Und nur um das auch schon mal vorab zu sagen, es gibt zwei Pistols, die nehme ich aus dieser Wertung komplett raus. Ich werde auch gleich erklären, warum. Und zwar einmal die Deagle und eben die Magnum. Ich nehme sie deswegen raus, aufgrund ihrer Stärke. Also die sind in meinen Augen zwar nicht overpowered, aber sie sind halt einfach sehr, sehr stark. Und ich finde, da klafft eine riesen Lücke zwischen diesen beiden Waffen zu den anderen. Und ich finde, die Balance da ist eben jetzt nicht, sage ich jetzt mal, gut gelungen. Und deswegen nehme ich sie aus der Wertung einfach raus, weil mit der Deagle zum Beispiel, in Anführungszeichen, würde ich immer so eine gute Runde hinbekommen, und mit der Magnum eben eher nicht. Aber da gibt es eben Leute, die können damit umgehen, und deswegen finde ich halt, dass sie nicht dazu passt, meiner Meinung nach. Also ganz ehrlich gesagt. Und wir fangen jetzt eben auch mit den Revolvern an. Da gibt es ja, wie ihr wisst, eben die Magnum 44, dann gibt es die Rex, die Unika und die SW40. Die SW40 und die Unika, die müsst ihr ja über die DLCs freischalten. Das eine, glaube ich, ist Naval Strike und das andere ist China Rising. Und die Rex, die kriegt ihr nur, wenn ihr die Kampagne spielt. Ja, ich glaube, die erste Mission, und dann bekommt ihr die Rex. Als allererstes muss ich sagen, ich bin von der Rex sehr enttäuscht. Die war in Battlefield 3 wesentlich besser und wesentlich stärker in meinen Augen, richtig gut in der Handhabung. Und ich finde halt, dass sie jetzt eben schlechter geworden ist, und deswegen liegt sie bei mir bei den Revolvern auch auf dem dritten Platz. Sie ist immer noch eine solide Waffe, also kann jeder durchaus damit, also jeder, der damit umgehen kann, kann damit eben seine Kills eben machen, und die Revolver machen ja sowieso mehr Schaden als alle anderen Pistolen. Gut, okay, die haben ja auch nur 6 Schuss im Magazin, und irgendwie muss man das ja natürlich kompensieren. Also die Revolver haben schon richtig Bums, und deswegen sind sie natürlich im direkten Duell, sage ich jetzt mal, in einer 1:1 Situation, wenn beide gleichzeitig abdrücken, unabhängig von der Feuergeschwindigkeit, sondern wirklich beide gleichzeitig abdrücken und sie stehen sich gegenüber im Oberkörperbereich, dann reichen beim Revolver eben 2 Schuss, währenddessen du bei allen anderen Pistols eben 3, 4 brauchst, um den zu killen, und beim Revolver sind es grundsätzlich bei allen Modellen 2 Schuss. Was mir allerdings aufgefallen ist, muss ich sagen, bei den Revolvern, ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, dass das eine Headshot-Maschine ist. Warum? Wie komme ich jetzt da drauf? Weil ich habe, mit Ausnahme von der Rex und von der Unika, habe ich ja alle Pistols jetzt schon auf das Master Doctec erspielt. Also das heißt 500 Kills damit gemacht. Und mit keinen von denen habe ich nur annähernd so viel Kopftreffer gemacht
Also in der Zeit wie mit den Revolvern. Und das ist echt, ich weiß nicht, ich meine, ihr wisst ja alle selber, dass bei den Konsolen dieses Auto-Aim, und aber bei mir ist das sowieso auf sehr gering eingestellt. Trotz alledem, ich weiß nicht, habe ich das Gefühl, dass die Revolver beabsichtigt immer auf den Kopf zielen. Also es ist ganz komisch, ich weiß es nicht, ich kann es euch nicht erklären, aber also mir kommt es halt echt so vor. Ich meine, ich merke das auch selber, wenn ich von einem Revolver getötet werde, es ist meistens ein Headshot. Und irgendwie ist das seltsam, aber naja, es ist vielleicht auch nur ein dummes Gefühl von mir, aber also ich habe halt so das Gefühl, dass es so ist. Jetzt ist es ja so, dass bei den Revolvern zum Beispiel, bei der Magnum und bei der Rex haben sie ja früher, vor dem großen September-Patch, diese Schussverzögerung, die es drin, also in diesem Revolver gibt, haben sie ja bemängelt, dass die so eklatant war und so extrem ist. Und ich muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, ihr seht es ja auch hier in dem Gameplay, wirklich schnell schießen kannst du nicht. Trotz alledem nicht. Ich meine, diese Zeitverzögerung, ich weiß jetzt nicht mehr, wie man es nennt, ist zwar besser geworden im Vergleich zum, also wo sie am Anfang war, aber richtig schnell schießen, also wie, ich meine, viele, die mich kennen mittlerweile, die wissen, ich stehe auf schnelle Feuerraten und das ist mir einfach zu langsam. Das ist, ich weiß nicht, bis du da mal zwei Schüsse abfeuerst, hat der andere schon ein ganzes Magazin auf dich geschossen. Hab ich immer das Gefühl. Also ich kann damit jetzt echt nichts anfangen, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Deswegen nehme ich jetzt zum Beispiel die Magnum auch nicht rein. Bei der Magnum ist es halt eben so, dass die mit ihren 85 Schaden, ja, da reicht in der Regel, wenn der schon angehittet war, ein Schuss, egal wohin, der Gegner ist tot. Aber naja, ihr wisst, was ich dazu meine. Gut, auf Platz 2 ist in demnach natürlich demzufolge die Unika. Sie schießt halt einfach etwas schneller, ist in meinen Augen dadurch dynamischer als die Rex und die Magnum. Ansonsten, mein Gott, ist halt ein Revolver, ist eine Schusstrommel, alles das Übliche. Mein absoluter Favorit aber bei den Revolvern ist die SW40. Die ist nicht nur gut, die ist einfach hammergeil, weil das ist ja schon fast wie eine Maschinenpistole. Also mit der kannst du so schnell schießen, das ist der Hammer. Und dann hat sie noch diesen erhöhten Schaden. Deswegen von den Revolvern in meinen Augen der beste ist die SW40. Probiert es aus. Allerdings müsst ihr die, wie gesagt, im Navalstreik, glaube ich, erst durch irgendeinen Auftrag freischalten. Fragt mich jetzt aber nicht durch welchen. Wobei ich das jetzt euch für euch nochmal nachschauen werde. Aber das erzähle ich euch dann zum Schluss. So, dann kommen wir mal zu den halbautomatischen Waffen. Und da ist es jetzt eben, wie gesagt, so, dass es, da nehme ich die Deagle eben, wie gesagt, außen vor, weil die Deagle in meinen Augen, das ist unschlagbar, also die ist wirklich sehr gut, also da kannst du nichts sagen, ich weiß nicht, wie man das erklären soll, die ist einfach der Hammer, die Deagle, und naja, da gibt es nichts zu debattieren, deswegen, okay, egal. Und zwar fangen wir da an, in meinen Augen, mit den schlechtesten halbautomatischen Waffen. Ja, das werden viele nicht gerne hören, aber meiner Meinung nach ist es eben so. Und zwar ist es die QSZ und die FN57. Die QSZ hat noch einen Namen, keine Ahnung, weiß jetzt nicht, egal. Die QSZ eben und die FN57. Ich meine, sie haben zwar mit unter anderem das größte Magazin mit 21 Schuss jeweils. Sie können auch von den Halbautomatiken, haben sie die höchste Feuerrate. Also, wenn man schnell genug triggert natürlich. Aber vom Schadensprinzip her, also, du brauchst wirklich die 21 Schuss, um jemanden zu killen. Dann hast du ja, dann ist ja der Vorteil wieder weg. Versteht ihr, was ich meine? Also, ich meine, wenn der Schaden wenigstens so wäre wie bei den anderen Pistolen, dann würde ich ja nichts sagen, weil dann könntest du mit einem Magazin vielleicht 4, 5 Leute wegholen, keine Ahnung, oder sogar mehr. Aber so, du brauchst wirklich fast das ganze Magazin, um, sage ich jetzt mal, maximal 2 Leute zu killen. Also, Entschuldigung, dann brauche ich das auch nicht. Dann ist es für mich ja sinnlos. Ich meine, ich rede jetzt von 100% Gesundheit ausgehend. Wenn natürlich einer angehittet ist, ist klar. Und Headshots dürfen wir nicht miteinander vergleichen. Das ist ja wieder was anderes. Ich rede jetzt von ganz normalen Kampf, wie zum Beispiel eben jetzt hier auf diesem Server Pistol Only. Wenn du Pistole gegen Pistole, dann brauchst du eben, wie gesagt, teilweise echt das ganze Magazin, um einen zu killen, und das kann es nicht sein, und deswegen sind das für mich die schlechtesten Waffen.
Zu den besten hätte in meinen Augen zum Beispiel auch die M1911 gehört, aber die hat nur 8 Schuss. Wenn ich jetzt zum Beispiel die M1911 mit der Deagle vergleiche, das sind die zwei halbautomatischen Waffen mit den, also Pistols, mit den höchsten Schadensmodell in dieser Klasse. Aber die Deagle hat da zumindest einen Schuss mehr. Also ich meine, das ist eine Kugel mehr. Versteht ihr, was ich meine? Und bei der M1911 sind es nur 8. Die hat nur lächerliche 8 Kugeln im Magazin für so einen Monsterteil. Da muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen hat die bei mir, ist das bei mir nicht also nicht die schlechteste, aber eben, das sind ja die anderen zwei, sondern halt auf Platz 3 von den schlechtesten sozusagen. Weil das kann ich nicht nachvollziehen. Hallo, 8 Schuss nur. Es ist lächerlich, ganz ehrlich. Muss ich ganz ehrlich sagen, lächerlich. Auf Platz 3 liegt bei mir die M9 und die P226. Beide haben 16 Schuss im Magazin. Ist durchaus super, kann ich echt nur sagen. Sie sind sehr solide in der Handhabung. Ich finde, dass sie sehr gut sind, was die Feuerrate angeht, was die Präzision angeht. Ich bin mit beiden echt sehr zufrieden, allerdings eben nur auf Platz 3, weil da gibt es meiner Meinung nach zwei bessere, und das ist einmal die CZ75. Die hat zwar nur 12 Schuss, aber die reichen bei der vollkommen aus, weil die ist so ungemein genau. Also da kannst du ohne Probleme kannst du da die Leute wegholen, und ja, die ist echt präzise, die schießt schnell. Die liegt gut in der Hand, meiner Meinung nach, und sieht auch sehr gut aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf Platz 1, last but not least, ist in meinen Augen aber, es ist von den Halbautomatischen meiner Meinung nach mit Abstand die beste, das ist die MP443. Nicht nur, weil sie ein 18er Magazin hat, das ist schon wirklich der Hammer. Also du kannst, musst dir mal vorstellen, die FN und die QSZ, die haben 21 Schuss, aber haben, ich glaube, 5 Punkte oder mehr, weniger Schaden als die MP443, und die hat 18 Schuss, und das ist mal richtig geil. Damit kannst du wirklich 3-4 Leute wegholen, und ohne nachzuladen, und deswegen ist in meinen Augen das mit Abstand die beste Halbautomatik, und die kann ich echt nur jedem empfehlen. Die macht auch Spaß, die hat Power, die ist sehr präzise, liegt gut in der Hand und hat eben ein 18er Magazin, also was will man mehr? Die ist echt klasse, meiner Meinung nach. Kommen wir zu der Vollautomatiken. Da gibt es ja eben nur zwei Modelle, das ist einmal die G18 und einmal die 93R. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde ja beide scheiße. Also, wobei ich eben, wie ich in allen anderen Waffenguides ja schon erwähnt habe, es gibt keine schlechten Waffen. Es gibt nur Waffen, mit denen man nicht umgehen kann, und es gibt Waffen, mit denen man umgehen kann. Ganz einfach. Das trifft hier auf den Pistols genauso zu. Wie gesagt, wie ich am Anfang schon erwähnt habe, es gibt Leute, die können mit der Magnum, die holen da mit den 6 Kugeln, holen sie 5 Leute weg. Also ich schaff's nicht, weil ich brauche für jeden mindestens 2 Schuss. Und die machen das, und jeder Schuss von denen ist ein Headshot. Deswegen, also es gibt Leute, die können mit der Magnum umgehen, genauso wie es Leute gibt, die mit der G18 oder mit der 93R umgehen können. Also ich kann es nicht. Sie sind stark, was den Nahkampf angeht. Da sind sie in meinen Augen sogar absolute Nahkampf-Biester. Unübertroffen, gebe ich zu. Da hat keiner eine Chance gegen die im Nahkampfbereich, weil die sprayen dich einfach weg. Der einzige Haken ist halt mit ihren 20 bzw. 21 Schuss, was sie im Magazin haben. Du hast, glaube ich, auch nur 3 Magazine, und die sind sowas von ratzfatz weg. Ich meine, immerhin hat die 1100 Schuss pro Minute, theoretisch, also in der Theorie. Also ihr könnt euch vorstellen, die schießt manchmal, also die schießt schneller als eine Maschinenpistole und schneller als die FAMAS, nur um euch das mal zu erklären, also ein Beispiel zu haben. Und deswegen könnt ihr euch ja vorstellen, wie schnell diese 20 bzw. 21 Schuss da durch diese kleine 9mm Öffnung oder was sie auch haben, raushuschen. Und wer nicht Versorger ist, sage ich jetzt mal, braucht die Waffen nicht als Secondary, weil sie in meinen Augen eben nutzlos ist, wenn man mal auf größere Distanzen eben schafft sie eh nichts, und dann brauchst du eben alle Magazine, um einen zu killen.
Die ist eben eher was für Team Deathmatch Bereich, für den Nahkampfbereich, für Close Quarters eben. Da sind sie richtig stark und da kannst du auch, da hat sogar die Diegel, sage ich jetzt mal, wenn du nicht zufällig einen Oberkörper triffst oder einen Headshot machst, sogar die Diegel und die Magnum keine Chance gegen die, weil das ist der Hammer. Also im direkten Nah, also ich sage jetzt mal auf eine Distanz von 1-2 Metern, da sprayt die dich weg, da hast du noch nicht einmal die Chance zu triggern, da bist du schon tot. Da hast du die 20 Kugeln schon in dir. So schnell schießen die, ganz ehrlich. Nichtsdestotrotz, also ich kann eben mit diesen beiden Waffen überhaupt nicht umgehen. Also das ist, mit denen habe ich die schlechteste Bilanz, was die Pistols angeht. Sei es die Präzision, sei es die Kills per Minute und die Zeit, die ich gebraucht habe, um die 500 Kills zu schaffen. Das ist echt eine Katastrophe mit denen. Aber es gibt eben Leute, die können damit wunderbar umgehen. Frag mich nicht, wie die das machen. Das ist eben, wie gesagt, auch bei der Magnum so. Ich kann es nicht verstehen. Also, naja, aber wie gesagt, es gibt keine schlechten Waffen. Es gibt halt nur Waffen, mit denen einen kann man umgehen, mit den anderen kann man nicht umgehen. Jetzt habe ich euch noch gesagt, dass ich nochmal schaue, wie ihr die SW40 bekommt. Und zwar ganz einfach, ihr müsst den Auftrag Curveball freischalten. Dazu braucht ihr aber allerdings, wie gesagt, das ist Naval Strike DLC. Und dann müsst ihr 10 Kills mit einer Impact-Granate schaffen. Also nichts leichter als das. Impact heißt die RGO Impact-Granate. Um es mal salopp zu sagen, geht auf Metro oder auf Spind. Werft 10 Granaten, macht 10 Kills damit, dürfte eigentlich kein Problem sein und schon habt ihr die SW40 freigeschalten. Also nichts leichter als das, meiner Meinung nach. Wenn ihr nochmal wissen wollt, wie man die Deagle bzw. die Unica freischaltet, das ist auch sehr einfach. Bei der Unica ist es eben so, denn da müsst ihr die Schleusentore auf der Map Versunkener Drache bedienen, und zwar, ihr wisst, wo das ist, und zwar da, wo dieser Staudamm ist, bei der C-Flagge sozusagen, müsst ihr in diesen Bewachungs-, wie nennt man das, in diese, ja, wo halt diese ganzen Elektronik drin sind, in den Turm halt reingehen. Und da könnt ihr dann auf dieser Schalttafel, die kann man dann aktivieren oder deaktivieren, dann könnt ihr praktisch diesen See, der da bei Versunkener Drache, wo in der Mitte die B-Flagge ist, wo dieses Restaurant schwimmt, da könnt ihr diesen See praktisch auspumpen und einpumpen, wieder einlassen, auslassen, wie man es nimmt. Und da müsst ihr halt draufdrücken. Einmal, ganz einfach, das ist das eine. Und das andere, ihr müsst praktisch 5 Kills machen, währenddessen ihr schwimmt. Da spielt es aber keine Rolle, wo ihr schwimmt oder auf welcher Map auch immer. Überall, wo halt Wasser ist, ihr müsst halt im Wasser sein, ihr müsst schwimmen und ihr müsst 5 Kills damit machen. Ganz einfach. Wenn ihr dann die Unica nämlich freigeschalten habt, dann könnt ihr daraufhin nämlich dann eben die Deagle freischalten, weil ihr braucht, um die Deagle freizuschalten, braucht ihr eben die Unica, und dann müsst ihr mit der Unica nichts weiter machen als 20 Headshots. Und wie gesagt, es ist mit einem Revolver wesentlich einfacher als mit einer Pistole, weil ich habe eben das Gefühl, dass die ja speziell auf den Kopf gerichtet, gezielt werden, abgedrückt. Keine Ahnung, wie das funktioniert, aber es sind Headshot-Maschinen, glaubt mir. Und somit habt ihr dann eben auch die Deagle freigeschaltet. Und die Deagle, nochmal ein kurzes Abschlusswort zur Deagle. Wenn ihr auf dem Pistol-Only-Server seid und die Hälfte von dem Gegnerteam spielt mit der Deagle, dann würde ich euch empfehlen, auch die Deagle zu nehmen oder die Magnum, weil sonst habt ihr nämlich keine Chance. Die Deagle ist einfach sehr, sehr stark. Und gegen die Deagle könnt ihr meiner Meinung nach nur was ausrichten, wenn ihr Gleiches mit Gleichem vergeltet, beziehungsweise wenn ihr, sage ich jetzt mal, in den engeren Gebilden seid, wie zum Beispiel auf Spind oder Spind oder auf Golmutbahn, wenn es ein bisschen Häuserschlachten, also enger zugeht, dann nehmt die vollautomatischen, weil da hat die Deagle nämlich dann eben keine Chance. Aber auf so freieren Flächen wie zum Beispiel auf Shanghai oder eben auf fehlerhafte Übertragung zum Beispiel, da wo es doch ein bisschen freier ist, da habt ihr gegen die Deagle keine Chance. Und das macht dann nämlich auch keinen Spaß, wenn zu viele die Deagle benutzen.
Deswegen benutzt dann einfach, sage ich jetzt mal, das entweder das gleiche Modell oder ähnlich starke Waffen, und das sind halt nun mal dann die Revolver, beziehungsweise die M1911 zum Beispiel noch. Ja, und ansonsten, weil sonst macht es nämlich keinen Spaß. Das ist halt nur so als Tipp, so als kleiner Hinweis. Wenn jetzt da natürlich 3, 4 nur dabei sind von den 10, so gut ist ja schon fast die Hälfte, aber wenn ihr versteht schon, was ich meine. Wenn es zu viele Gegner sind, die nur mit der Deagle rumlaufen, das ist dasselbe, wie wenn ihr zum Beispiel in ein Server-Team-Deathmatch geht und ein Dreiviertel des gegnerischen Teams läuft mit der AEK rum, da habt ihr einfach keine Chance, weil die AEK ist ein Biest und die spread euch weg und fertig. Da habt ihr nicht einmal mit der FAMAS dagegen eine Chance, weil die ist auch präziser, die AEK, und hat auch mehr Schuss im Magazin, ganz einfach. Und deswegen, glaube ich jetzt zumindest, oder? Wenn ich mich nicht täusche, aber egal, ihr versteht schon, was ich meine, und deswegen kann ich euch da echt nur empfehlen, wenn ihr so eine Lobby habt, entweder Gleiches mit Gleichem oder ähnlich starke Waffen, und das ist eben, wie gesagt, die Magnum, die Revolver überhaupt oder die vollautomatischen Pistols. Naja, das war's jetzt eigentlich mit meinem Waffenguide. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was von den einzelnen Waffen erklären, wie ich sie halt so finde von der Handhabung her. Ich, wie gesagt, ich denke schon, dass ich einen Haufen Erfahrung damit habe. Ich bin jetzt, wie gesagt, bis auf die letzten 2, aber da fehlen mir jetzt auch nicht mehr so viele Kills, bin ich mit allen Pistols fertig. Jetzt fehlen mir, um meine ganzen Doc-Tags, sage ich jetzt mal, fertigzustellen, nur noch die Sniper-Gewehre und die Shorty. Da fragen sich jetzt ja viele, ja, wo war denn die Shorty? In meinen Augen gehört die Shorty nicht in diese Kategorie, weil das ist für mich trotzdem eine Schrotflinte, ist zwar eine abgesägte Kurzform, aber es ist trotzdem eine Schrotflinte, und eine Schrotflinte hat für mich, ist in meinen Augen keine Secondary, genauso wie die Maß zum Beispiel kein Zubehörteil ist, sondern auch eben ein Secondary, und damit hätte man praktisch eine vierte Klasse schaffen können, und zwar die Shorty mit der Mass in einem Bereich, weil Schrotflinten sind Schrotflinten, und eben, das ist zum Beispiel auch so eine Waffe, wo so auf kurze Distanz ein Schuss und der Gegner ist weg, und deswegen, also ich mag die Shorty. Ich muss die auch noch fertig spielen, aber in einem Pistol Only zum Beispiel hat die Shorty nichts verloren, meiner Meinung nach. Ist, wie gesagt, auch wenn es eine Secondary ist, aber es ist trotzdem und bleibt trotzdem eine Schrotflinte. Deswegen habe ich die jetzt nicht hier mit in die Wertung mit reingenommen. Ja, weil eben, die passt hier auch nicht rein. Naja, okay, das war's. Ich bin fertig. Das Video dauert jetzt leider noch ein paar Minuten, aber ihr kennt das Prozedere ja schon von mir. Ich rede fast nie bis zum Schluss. Das Einzige, was ich euch noch sagen wollte, ist mein, was glaubt ihr, was ist meine absolute Lieblingspistole, die ich jetzt, wenn ich mit den anderen beiden fertig bin, als Standard benutzen werde, weil sie, ich finde, das ist das geilste Teil in Battlefield 4. Ich komme mit der am allerbesten zurecht. Ich finde, die ist der Hammer, und ich will euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen. Viele werden jetzt wahrscheinlich sagen, die Deagle. Nein, ist es nicht. Die ist zwar auch sehr gut und mag ich auch sehr gerne. Und da kann ich euch auch nur noch einen Tipp geben zur Deagle und zur Magnum. Wenn ihr zum Beispiel Flutgebiete, Conquest auf Flutgebiete spielt oder auf Shanghai zum Beispiel oder auf Savot, Team Deathmatch zum Beispiel auf Zavod spielt oder Vorherrschaft auf Zavod zum Beispiel, da kennt ihr ja das immer dasselbe Problem. Lance Engdam, auch noch so ein Thema, da kennt ihr ja das Problem mit den Dachschimmlern, die sich da gerne auf den Häuserdächern rumtreiben und die von da oben alles so wegsnipen oder runterholen. Nehmt euch da einfach ein Red Dot Visier drauf, was ich grundsätzlich, muss ich jetzt auch noch schnell sagen, ich glaube, dann habe ich das Video doch voll gesprochen. Ich benutze bei allen den schweren Lauf und dieses Delta Visier, weil ich das Delta Visier am schönsten finde und den schweren Lauf einfach, um den ersten Schuss präziser setzen zu können, damit sie nicht gleich so hoch reißt. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, weil eben die Magnum und die Deagle, das sind Sniper-Gewehre in Miniform, und damit könnt ihr nämlich dann die Dachsniper ohne weiteres einfach mit dem Headshot runterholen, und die wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. So schnell geht es.
Und das ist mal das einzig Geile an diesen Waffen. Und deswegen kann ich euch nur empfehlen, bei diesen Maps, was ich gerade genannt habe, wo es viele Dachschimmler gibt, nehmt da einfach dieses 8-fach-Zoom-Teil drauf oder 3-fach-Zoom, keine Ahnung, wie groß der jetzt ist, weiß ich nicht mehr. Und dann als Secondary eben. Und dann geht in irgendeine Ecke, wenn ihr merkt, oh hey, da ist ein Dachschimmler, visiert ihn an, Kopf weg, der ist tot. Das ist mal richtig geil. Und jetzt kommen wir zu meiner absoluten Lieblingswaffe. Es ist, Trommelwirbel, na schon mal, es ist die SW40, der geilste Revolver, die geilste Pistol, was es gibt. Die kann ich echt nur jedem empfehlen. Ich finde die beste Secondary in diesem Spiel, was es gibt. Und die ist sogar ein Ticken besser, meiner Meinung nach, als die Rex von Battlefield 3. Und das sagt schon was, in meinen Augen. Also, habt Spaß, haut rein und ciao bis zum nächsten Video.